Dieses Fresko im Dom soll restauriert werden. Dazu brauchen die Maler für die einzelnen Abschnitte ganz bestimmte Farben. Um ihre Beschaffung geht es im Brettspiel Fresko. Für jeden Tag planen alle Spieler geheim ihre Gesellen für bestimmte Arbeiten ein. Auf dem Markt kann man dann zum Beispiel Farben einkaufen. Im Atelier kann man hingegen Farben mischen. So kommt man auch an die seltenen, hochwertigen Farben. Damit kann man im Dom die Decke restaurieren. Für jedes so erneuerte Feld bekommt man die daraufstehenden Punkte. Manchmal muss man schneller sein als die anderen. Dafür sollte man vor einer Runde, also morgens, früher aufstehen. Allerdings sinkt dann auch die Laune der Gesellen und damit ihre Produktivität. Fresko ist ein packendes Strategiespiel für 2 bis 4 Malermeister ab 10 Jahren. Es dauert etwa eine Stunde und kostet ca. 35 €.